Die Hautalterung wird zu einer globalen Herausforderung, da die Lebenserwartung der Menschen weltweit rapide ansteigt und die intensive ultraviolette Strahlung zur Zerstörung der Ozonschicht beiträgt. Hierzu ein Artikel aus dem Lancet. Diese Erkenntnisse weckt ein großes wissenschaftliches Interesse an der Frage, ob Astaxanthin die Hautalterung verhindern oder sogar verlangsamen könnte und ein vielversprechendes kosmetisches Potenzial besitzt. Für die meisten altersbedingten Veränderungen des Hautbilds ist die Photoalterung verantwortlich, die durch die Überlagerung chronischer UV-induzierter Schädigung mit dem intrinsischen Alterungsprozess verursacht wird. Gealterte Haut ist gekennzeichnet durch Hauttrockenheit, tiefe Faltenbildung, Lachsheit und zunehmender transdermaler Wasserverlust, also TEWL. Die UV-Strahlung umfasst drei Arten, UVA, UVB und UVC. UVC wird größtenteils durch das atmosphärische Ozon herausgefiltert, während sowohl UVA als auch UVB biologisch Veränderungen in der Haut hervorrufen können. UVA, das bis zu 95% der gesamten UV-Belastung ausmacht, führt zu Lichtalterungen der Haut, indem es in die Dermis eindringt und die Träger der Epidermisschicht abbaut. UVB kann auch zelluläre Makromoleküle, das heißt Nukleinsäuren, Lipide, Proteine schädigen und die Bildung hoher radikalischer Werte, ja, das Aufkommen bei uns im Körper, induzieren, die chronische Entzündungen stimulieren. Darüber hinaus beschleunigt sich die intrinsische Hautalterung vor allem nach dem 30. Lebensjahr rapide, da die Stoffwechselaktivität der Zelle, zum Beispiel die Kapazität endogener antioxidativer Enzyme, zum Beispiel Glutathion, Glutathionperoxidase, Superoxiddismutase, ja, aus der Epidermis, ja, zu Beseitigung oxidativer Biomoleküle mit zunehmendem Alter abnimmt, was eine Akkumulation intrazellulärer, also reaktiver Sauerstoffspezien und Entzündungsreaktionen fördert. Gleichzeitig beschleunigt die allmählich gestörte epidermale Barriere die Hautalterung aufgrund des Funktionsverlusts mehrerer wichtiger Faktoren. Astaxanthin wird hauptsächlich von verschiedenen Algen, Bakterien und Pilzen biosynthetisch hergestellt. Es wird berichtet, dass die Alge Haematococcus pluvialis in der Natur den höchsten Gehalt von Astaxanthin anreichert. Astaxanthin kommt überwiegend als Monoester oder Diester vor, die im Dünndarm hydrolysiert werden können, was die Aufnahme und den Transport ins Plasma und in die Erythrozyten sicherstellt, sowie die Anreicherung in der Haut erleichtert, wodurch die menschliche Haut zum wichtigsten physiologischen Ziel für das Astaxanthin wird. Und vor allen Dingen auch die Erythrozyten. Denn diese sind die sauerstofftransportierenden Zellen bei uns, die 99% aller Blutzellen ausmachen. Auch in diesen Membranen findet sich Astaxanthin. Ihr merkt, wie wichtig das dann letztendlich doch ist, ja? Doch wieso ist dieses überhaupt so toll? Astaxanthin übt eine starke antioxidative Wirkung aus, indem es freie Radikale abfängt. Insbesondere ist die Fängerwirkung von Astaxanthin für Singulett-Sauerstoff etwa 1000-mal so hoch wie für das Coenzym Q10. Kommen wir nun zu den Studien. In einer Meta-Analyse aus 11 Studien zum Thema Haut und Astaxanthin, dort fanden die Wissenschaftler Folgendes heraus. Bei einer oralen und oder äußerlichen Anwendung von Astaxanthin können die Anzeichen der Hautalterung verzögert und verbessert werden, indem sie den Feuchtigkeitsgehalt und die Elastizität und die Gesichtsfaltentiefe quasi und das Talgöl aufgrund seiner antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkung reduziert hat und die Integrität der Hautbarriere verbessert. Orale Ergänzungen können nachhaltiger und ausgeprägter sein als äußerliche Anwendungen. Ganz wichtig, ja, also oral hier anscheinend besser, als wenn man es sich draufschmiert, ja. Denn ich sage immer, die Haut ist kein Darm, ja, die wird nicht alles aufnehmen, was du da draufschmierst, ja. Doch die Ergebnisse weisen zum Teil schwere Vergleichbarkeiten auch auf, da mögliche Interessenskonflikte im Raum stehen könnten, die diese Ergebnisse etwas abschwächen.
Diese eingeschränkten Ergebnisse kann man aber wieder aufpolieren mit einer Goldstandard-Studie, also doppelblind, randomisiert, placebo-kontrolliert bezüglich Astaxanthin und der Haut. Dort wurden 4 Milligramm über 9 Wochen gegeben. Also als studienlimitierend, ja, betiteln die Autoren, dass die Studie in Japan durchgeführt wurde. Zwar wurden astaxanthinhaltige Lebensmittel verboten, ja, konnte aber nicht zu 100% kontrolliert werden. Ja. Daher vermuten sie, dass hier vielleicht etwas mehr als diese 4 Milligramm verzehrt wurden. Ja. Was aber auch okay ist, denn 4 Milligramm für diese Wirkung, die ich gleich zeigen werde in der Studie, ist schon wirklich sehr beeindruckend. Ja. Es wurde getestet MED, das bedeutet die maximale Erythemdosis. Ja. So, diese ist ein Maß für die Toleranz der menschlichen Haut gegenüber Sonnenstrahlung, Hautfeuchtigkeit und der transdermale Wasserverlust, also TEWL. Schauen wir uns zuerst die Toleranz der Haut gegenüber Sonnenstrahlen an. Hier im Bild A, ja, bildlich dargestellt, man sieht deutlich weniger Rötung dank der Astaxanthin-Supplementierung. Das sehen wir hier auch nochmal visuell im Bild B, ja, mit einer statistischen Signifikanz, das sieht man an dem Stern hier. Ja. Hier sprechen wir von einem Faktor 5 mehr Toleranz gegenüber Sonneneinstrahlung in der Astaxanthin-Gruppe. Auch der Flüssigkeitsverlust der Haut war statistisch signifikant, ja, weniger vertreten in der Astaxanthin-Gruppe als in der Placebo-Gruppe, die statistisch signifikant mehr Wasser verloren hat. Auch die visuelle Analogskala bezog sich auf die Raue der Haut und auf die Textur. Beides statistisch signifikante Ergebnisse für die Astaxanthin-Gruppe. Auch eine weitere, die letzte Meta-Analyse, die ich dazu nochmal präsentieren möchte, die 11 Studien inkludierte, ja, in Bezug auf Astaxanthin und die Hautgesundheit. Deren Sachverhalt, ja, davon waren 6 blind, randomisiert, placebo-kontrolliert und 5 prospektiv angelegt. Es gab keinen Interessenskonflikt in dieser Studie selbst, fand ich sehr, sehr schön. Es gibt eine Vielzahl klinischer Studien, die die Auswirkung von Astaxanthin-Supplementierung auf die Hautgesundheit untersuchen. In vielen der untersuchten, randomisierten, kontrollierten Studien verbessert die Astaxanthin-Supplementierung am Ende des Studienzeitraums von 2 bis 16 Wochen die Hautbeschaffenheit des Aussehens, ja, also Falten und Feuchtigkeitsgehalt. Ja, so. Als fettlösliches Nahrungsergänzungsmittel sollte es in einer Dosis von mindestens 3 Milligramm pro Tag und oder mit unmittelbar mit den Mahlzeiten eingenommen werden, ja, um eine optimale Absorption zu gewährleisten. Astaxanthin scheint auch gut verträglich zu sein bis zu einer Dosis von 12 Milligramm pro Tag. Und es wurde keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet. Limitierend ist aber hier zu nennen, dass die meisten Studien unter 50 Teilnehmer sind und einige auch dementsprechend Hersteller involviert sind. Immerhin ist es klar, dass die Regierung kein Interesse daran hat, ja, dass man sich schützt vor der Sonne mit irgendeinem Stoff, der nicht patentiert ist oder wie auch immer. Ja. Also ist klar. Ja. Aber machen wir mal ein Fazit. Ja. Astaxanthin ist fettlöslich und findet sich daher in Membranen, ja, die aus Lipiden, ja, bestehen. Diese Akkumulation findet oral noch besser statt als dermal. Ja. So auch in den Tierversuchen, also sieht man auch zum Beispiel Lachs, Flamingo und Krebs, die schmieren sich ja auch nicht auf die Haut, sondern die essen es ja. Und so auch bei uns. Studien zeigen in Bezug auf Feuchtigkeit und Sonnenstrahlentoleranz einen positiven Konsens. Limitierend ist aber, dass die meisten einzelnen Studien kleiner angelegt sind und auch einige von Herstellern finanziert wurden. Ja. Daher ganz wichtig, bildet euch eure Meinung selbst. Ich persönlich nutze dieses Produkt vermehrt im Sommer und kann deutlich, deutlich weniger Sonnenbrand bei mir verzeichnen. Ja? Aber wie gesagt, macht eure eigene Erfahrung. Liposomal ist definitiv meine Wahl, denn liposomales Astaxanthin wirkt nochmal deutlich besser als herkömmliches. Könnt ihr sehr gerne auf purazell.de auch erwerben. Dort beziehe ich ebenfalls auch mein Astaxanthin. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Das Like nicht vergessen, einen Kommentar nicht vergessen. Ich lese jeden Kommentar und beantworte auch so ziemlich jeden Kommentar. Bis zum nächsten Video. Ich sage Dankeschön und ciao. Bis gleich auf purazell.de.